herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Videoreihe zur Vorlesung Thermodynamik. Heute werde ich Ihnen erklären, welche verschiedenen Größen Sie kennenlernen werden im Rahmen der Vorlesung. Hier habe ich einmal die Thermodynamik zusammengefasst. Das ist der Inhalt der gesamten Vorlesung. Das sind ganz viele Buchstaben, Sie sehen es. Wir werden also nach und nach uns damit befassen, was diese einzelnen Buchstaben bedeuten. Wenn wir über Systeme sprechen, müssen wir uns überlegen, wie die Systeme konstruiert sind. Sind sie zum Beispiel offen, wie das ein Kochtopf ist? Bei einem Kochtopf kann man Wärme zufügen, das Ganze fängt an zu kochen, das, was in dem Kochtopf ist, dehnt sich aus, aber es können auch bei einem offenen Kochtopf Teilchen verdampfen und in die Umgebung gelangen. Das ist ein offenes System. Dann gibt es ein geschlossenes System, zum Beispiel ein Dampfkochtopf. Da ist der Deckel drauf. Das heißt, es können keine Teilchen aus dem System sich entfernen. Dafür können wir aber trotzdem Wärme zuführen. Das kann sich in dem Topf ausdehnen. Ja, der Druck entsteht da vielleicht, baut sich auf, aber es kann nichts entweichen. Und dann gibt es noch die abgeschlossenen Systeme. Wie zum Beispiel die perfekte Thermoskanne. Wenn sie perfekt wäre, könnten Sie dort den Kaffee ewig aufbewahren und er würde immer heiß bleiben. Das heißt, wir können dort nicht nur keine Teilchen austauschen, aber es wird auch keine Wärme mehr mit der Umgebung ausgetauscht, also in solchen Thermostaten. Das sind abgeschlossene Systeme. Fangen wir mal mit einer Ecke hier von dieser Übersicht an. Dieses hier, das ist das sogenannte Guggenheim-Schema. Da sehen Sie bekannte Größen für Sie, Druck, Volumen und Temperatur. Das sind sogenannte Zustandsgrößen, die sind miteinander verknüpft und das sind auch Größen, die man sehr leicht messen kann. Deswegen habe ich sie in weißer Farbe dargestellt. Wenn Sie wissen wollen, wie ein Körper sich ausdehnt, wenn man ihn bei konstantem Druck erhitzt, oder wie sich der Druck verändert, wenn Sie die Temperatur verändern, zum Beispiel in so einem Dampfkochtopf, oder wenn Sie wissen wollen, wie das Volumen sich verändert, wenn Sie den Druck verändern bei einer konstanten Temperatur, dann gibt es dafür Stoffgrößen, die Sie hier aufgeführt finden. Die sind tabelliert und die kann man nachschlagen für eine ganze Reihe von Stoffen. Man nennt sie thermischer Ausdehnungskoeffizient, Kompressibilitätsfaktor und isochorer Spannungskoeffizient. Danach mit diesen Stichworten finden Sie das. Aber wir werden noch sehen, dass auch diese Größen nachher für uns ganz nützlich sein werden. Sie sehen, dass auch zum Beispiel die Temperatur direkt mit dem nullten Hauptsatz der Thermodynamik verknüpft ist. Der besagt, dass wenn ein System im Gleichgewicht ist, und also wenn A und B im Gleichgewicht sind und B und C im Gleichgewicht sind, dann ist automatisch auch A im Gleichgewicht mit C. Das ist jetzt erstmal, klingt so ganz trivial, aber das beinhaltet auch, dass man überhaupt eine Temperatur messen kann. Das heißt, dass wenn ein System A eine Temperatur hat und im Gleichgewicht mit B steht und das bei konstanter Temperatur ist und mit C, dann haben die alle drei die gleiche Temperatur. Das ist nicht trivial, weil es eben auch Situationen gibt, wo die Temperatur nicht definiert ist. Das ist dann in Nichtgleichgewichtszuständen. Wir befassen uns aber mit der Gleichgewichtsthermodynamik. Im Guggenheim-Schema stehen auch die Größen innere Energie, U, und Entropie, S. Mit diesen Größen werden wir die Hauptsätze der Thermodynamik herleiten. Das sind fundamentale Grundgrößen. Die innere Energie beschreibt, welche Energiezustände in den Molekülen und bzw. Atomen vorhanden sind, in der großen Menge aller Moleküle und Atome. Die Entropie besagt, wie viele Moleküle in welchen Energiezuständen sich befinden, also wie diese Energiezustände besetzt sind. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Summe aus Arbeit und Wärme, die ein System mit der Umgebung austauscht, der Änderung der inneren Energie entspricht. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik bezieht sich auf die Entropie. Er besagt, dass es ein sogenanntes Perpetuum mobile zweiter Art gar nicht gibt. Was ist ein Perpetuum mobile zweiter Art?
Das bedeutet, dass man nicht kontinuierlich in einem Kreisprozess permanent nur aus Wärme Arbeit erzeugen kann. Und das hängt mit der Entropie eines Systems zusammen. Das heißt, die Entropie in einem abgeschlossenen System, das im Gleichgewicht sich befindet, ändert sich nicht. Aber wenn Sie irreversible Prozesse in dem System durchführen, nimmt die Entropie des Systems zu. Und was das jetzt mit dem Perpetuum mobile zu tun hat, das lernen Sie noch. Und dann gibt es noch den dritten Hauptsatz der Thermodynamik, der konkret etwas zu der Entropie sagt. Und zwar haben alle Festkörper, die ideal auskristallisiert sind, am absoluten Nullpunkt die gleiche Entropie, die man praktischerweise gleich Null setzt. Und deswegen hat William Thomson, der erste Baron Kelvin, die absolute Temperaturskala kreiert, die sich auf diesen absoluten Nullpunkt bezieht, nämlich minus 273,15 Grad Celsius. Das entspricht 0 Kelvin. Und die Einheiten der Kelvin-Skala, die sind genauso groß wie die Celsius-Skala. Also 1 Kelvin ist 1 Grad Celsius. Und das steckt in dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik. Ja, und das ist eigentlich ganz praktisch, dass wir wissen, dass die Entropie am absoluten Nullpunkt für ideale Festkörper 0 ist. Denn jetzt haben wir einen Bezugspunkt, von dem aus wir die Entropie bestimmen können. Bei jeder anderen Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunkts ist die Entropie für jede Substanz positiv. Und da gibt es dann auch etwas, was wir auch noch besprechen werden, ist, dass man eigentlich diesen absoluten Nullpunkt nie wird erreichen können. Aber dazu später. Wie Sie sehen, gibt es in diesem Guggenheim-Schema noch weitere Größen. Ich habe sie farblich anders gekennzeichnet, weil diese Größen Hilfsgrößen sind, im Gegensatz zur inneren Energie und Entropie. Das sind die freie Energie A, die Enthalpie H und die freie Enthalpie G. Man hat diese Größen eingeführt, weil das praktischer ist, damit nachher in der Praxis umzugehen, nicht um die Studierenden zu verwirren, aber Sie werden sehen, dass diese Größen wirklich sehr nützlich sind. Alle Größen, die in dem Guggenheim-Schema zu finden sind, sind Zustandsgrößen. Das heißt, die sind völlig unabhängig davon, auf welchem Weg man sich bewegt, um von dem einen Zustand in den anderen Zustand zu kommen. Und das ist ganz praktisch. Wenn man einen Bezugspunkt für diese Größen hat, kann man also jederzeit, wenn man einen unbekannten Weg einschlagen möchte, den man auf dieselbe Art und Weise über einen bekannten Weg erreichen kann, wenn man also von A nach B möchte und dort einen bekannten Weg konstruieren kann, dann kann man jederzeit diese Größen vorhersagen und berechnen, indem man im Prinzip nutzt, dass das ganze Zustandsgrößen sind. Zunächst einmal betrachten wir die Enthalpie. Die Enthalpie ist eigentlich, wenn Sie bei konstantem Druck arbeiten, nichts anderes als die mit einer Umgebung ausgetauschte Wärmemenge, der wir den Namen Enthalpie gegeben haben. Die freie Energie ist nichts anderes als der Teil eines Prozesses, den wir frei zur Verfügung haben, um Arbeit zu leisten. Die freie Energie nimmt man gerne für Prozesse, die in einem Autoklaven zum Beispiel ablaufen. Aber die gängigste Größe, die wir in der Praxis verwenden, ist die freie Enthalpie. Das ist der Anteil des Prozesses, den wir für die maximale Nichtvolumenarbeit verwenden können, also zum Beispiel in einer Batterie für elektrische Energie. All diese Größen, von denen ich jetzt gesprochen habe, haben wir eingeführt für Umwandlung von Wärme in Arbeit und das heißt also für Prozesse, in denen eigentlich die Änderung der Teilchenzahl, wenn man das phänomenologisch betrachtet, nicht wichtig ist. Jetzt sind wir aber in der Chemie und in der Chemie macht man nichts anderes als Umwandlung von Stoffen. Das heißt, die Stoffmengen ändern sich während eines Prozesses und die freie Enthalpie, von der ich eben gerade gesprochen habe, die ist eben auch sehr nützlich, um zum Beispiel zu entscheiden,
ob eine Reaktion freiwillig stattfindet oder nicht. Das heißt, wenn wir die Teilchenzahländerung mit ins Spiel bringen. Und die Größe, die nächste Hilfsgröße, die sich damit befasst, das ist das chemische Potential. Das ist eine Größe, mit der wir die Teilchenzahländerungen berücksichtigen können, aber nicht nur für chemische Reaktionen, sondern wenn wir auch den Aggregatzustand ändern. Also wenn wir einen Eiswürfel schmelzen und der flüssig wird oder wenn wir Wasser verdampfen, dann haben wir eine Aggregatzustandsänderung und dann ändert sich die Stoffmenge in dem einen Aggregat und geht über in den anderen Aggregatzustand. Auch dafür ist das chemische Potenzial, das Sie hier auch sehen können, das ist dafür auch nützlich. Ganz wichtig für die Chemie ist die Gleichgewichtskonstante, die über das chemische Potenzial mit der freien Enthalpie in Verbindung steht. Sie spiegelt wieder, wie das Verhältnis von Produkten zu Edukten faktorisiert mit dem entsprechenden stöchiometrischen Faktor aussieht und gibt Ihnen an, wie viel Produkte überhaupt in einer chemischen Reaktion unter bestimmten thermischen Bedingungen oder Druckbedingungen entstehen können. Und dann sehen Sie hier noch eine weitere Größe, die nennt sich Oberflächenspannung, Sigma. Die ist für mich persönlich interessant, weil ich Nanomaterialwissenschaftlerin bin. Also für Systeme, in denen die Oberfläche bedeutend ist im Vergleich zu dem Volumen. Und das ist bei sehr kleinen Nanoteilchen der Fall. Und dort sind dann die energetischen Verhältnisse nochmal neu zu berücksichtigen, die etwas anders sind als für einen großen Volumenkristall. So, jetzt haben Sie eine Übersicht gekriegt. Also wir werden ideale Systeme behandeln und wir werden reale Systeme behandeln. Und ganz zum Schluss können wir dann die Chemie aus der thermodynamischen Sicht verstehen. Was aber nicht heißt, dass man die gesamte Geschichte kennt. Wir werden nur lernen, dass zum Beispiel eine chemische Reaktion stattfinden kann, wie schnell sie stattfindet. Das lernen Sie dann in der Kinetik.